Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vierter, letzter Teil, falsches Neujahr 2022. Danke für deinen Hinweis, war eine gute Idee von dir. Ja, es ist stimmig, eine Art kurzen Jahresrückblick zu machen, werde ich machen. Ich habe den Gedanken psychopathisch, telepathisch aufgenommen. Und ja, wir sind bei der Telepathie. Und ich habe hier vor 22 Stunden, ja, haben wir alles dabei, die Frage gestellt, die mit 1237 Beteiligtinnen ganz gut unterwegs war. Noch bis vor so circa 15 Jahren gab es im Fernsehen immer wieder sogenannte Hypno-Shows. Doch sind diese in den letzten Jahren gemäß meiner Wahrnehmung verschwunden. Das Thema Hypnose ist meines Erachtens von der Oberfläche regelrecht verschwunden. Womit hängt dies deiner Meinung nach zusammen? Naja, zunächst einmal der Begriff Hypno-Show war nämlich im Kommentarbereich ganz unten die Frage, was ist das? Das war vor etlichen Jahren eine ja, normale Show, bei der einfach Leute auf der Bühne vor laufender Kamera, aber ich bin sicher, es war eine Aufzeichnung, wo Leute eben vor laufender Kamera hypnotisiert wurden. Und dann wurde mit denen halt ja, lustige Dinge gemacht. Also der eine hat zum Beispiel den posthypnotischen Befehl bekommen, ja, er ist ein Staubsauger. Ja. Das ist so absurd, wie er den rechten Arm so vorstreckt und gebückt dort im Studio herumgelaufen ist und so gemacht hat. Er hat in der Überzeugung gelebt, er wäre ein Staubsauger. Ja? Oder wie man Zitronen Leuten zu essen gegeben hat, waren in Hypnose, und diese Zitronen wurden ihnen als Äpfeln verkauft. Also die Leute waren vollkommen überzeugt, sie essen einen wunderbaren, süßen, fruchtigen Apfel und haben mit Hingabe diese Zitrone. Aber nicht, es wurde dann abgebrochen, das heißt, sie haben das dann ausgespuckt, also dass sie nicht diese rohe Zitrone schlucken müssen, aber trotzdem, kein einziges Gesicht war verzogen, die waren begeistert über diesen wundervollen Apfel. Und ich glaube, dass denen dann doch irgendwie klar geworden ist, hoppla, 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 das Thema Hypnose ist vielleicht nicht so gut, wenn das die breite Masse im Bewusstsein hat, wo man dann überlegt, Moment, ich kann mich ja selber programmieren, ich kann ja das erreichen, ich kann ja dieses erreichen, ich kann ja alles. Ja, Volksgenossen, das ist verboten, ihr dürft den Staatsratsvorsitzenden keine Konkurrenz machen. Ach, so ist das. Wir dürfen nicht zu viel wissen. Unter der Voraussetzung haben sich dann 6% dafür entschieden. Diese Shows haben vermutlich niemanden mehr interessiert. Ja, in den oberen Etagen nicht mehr, die wollten das nicht mehr. 4% ist mir auch aufgefallen, zu viel Wissen bereitet Kopfschmerzen. Ja, ja, aber denen oben, nicht denen unten, 69% eindeutig Gewinner. Die Schafe sollen die Techniken nicht so genau kennen. Oh, die Genossen, die Volksgenössinnen und Genossen Schafe sollen ihr Gras fressen, und die anderen rauchen selbiges. 13%. Das Märchen vom freien Willen will doch auch leben. Genau, man soll doch gewisse Träume nicht fahrlässig in Gefahr bringen. Hat doch viele Generationen gebraucht, um diesen freien Willen sozusagen aufzubauen, aufzurichten oder zu installieren. 7%. Medien brauchen Abwechslung, um das Interesse aufrechtzuerhalten. Ja, okay, gut. Aber sie hätten die Hypno-Show immer wieder eine Staffel so alle 2 Jahre ohne weiteres bringen können. Aber wir wurden dann halt mit Dancing Stars erfreut. Das ist sozusagen, ja, also das ist halt auf einem hochintelligenten Niveau und da kann man halt die Bewegungskoordination von einigen Spritzen halt beobachten, wie das halt so sich darstellt. Ja, und gute Kommentare, durchwegs gute Kommentare. Ich merke ja, wenn die Frage irgendwie ankommt, ist auch die Qualität der Kommentare wesentlich besser. Gut, das ist ein bisschen boshaft. Ja, Hans Wurst, ist es ein echter Name? Hat über den Uri Geller geschrieben. Da war dann später auch eine Show, ja, mit dem Uri Geller. Aber das war so ein bisschen mehr in die Richtung Mentalist. Ja, also. Aber ich habe wirklich so eine echte reine Hypno-Show gemeint. So richtig reine Hypno-Show, wo die Leute so merkwürdige Dinge gemacht haben. Wo sie aber auch über
überragende Fähigkeiten verfügt haben. Ja? Das war doch damals um die Jahrhundertwende, da gab es doch diese Fotos, wo eine zarte Frau mit den Fersen auf eine Sessellehne und mit dem Kopf auf eine andere Sessellehne, also da sind zwei Stühle gestanden und die Frau war in der Mitte und dort hat sich dann ein Mann auf die Frau draufgestellt. Das war eine kleine, zierliche Dame, keine Bodybuilderin, keine Athletin, keine Turnerin, sondern das war einfach, ja okay, gut, das ist jetzt auch nicht die feine englische Art sozusagen in Richtung Frauenrechte, wurde das dann sozusagen abgeschafft, aber es waren schon merkwürdige Versuche, die da unternommen wurden und sie haben ja mit uns immer wieder sehr gerne Versuche inszeniert. Ja, der Norbert schreibt hier doch gigantische Kommentare, also das ist gewaltig. Alle Achtung. Ja, darüber wollte ich ja gar nicht reden, sondern wir wollten ja heute erfahren, wie die Fahrtszene gestern in Richtung Wiener Hütte ausgegangen ist. Und bei dieser Gelegenheit kann man vielleicht ein bisschen retrospektiv plaudern. Naja, was war für uns 2021? Ich würde sagen, es war mal das Jahr der Einschüchterung, kann man glaube ich schon subsumieren. Dann war es das Jahr der unfreiwilligen Verkleidung. Es war das Jahr, würde ich sagen, einer heftigen Polarisierung, also ganz heftige Polarisierung, die wir auch in den eigenen Familien, besonders auch im Freundeskreis, feststellen mussten. Wir haben auch feststellen müssen, dass die Denkfähigkeit oder die Reflexionsfähigkeit oder die Macht des selbstständigen Denkens überraschend wenigen gegeben ist und dass genau solche Dinge, wie wir sie vor Jahrzehnten erlebt haben, wo alle gesagt haben, das darf nie wieder kommen, sowas darf, kann nicht mehr passieren, wo die Leute wirklich in der Schule erzogen wurden, wo man so viel gehört hat, wo so viele schreckliche Dinge sozusagen, da wurden damals vor Jahrzehnten Menschen entrechtet, ausgegrenzt, sozusagen der Lächerlichkeit preisgegeben. Ja? Alles das haben wir im Jahr 2021 gehabt. Ich weiß nicht, wie die Geschichtsbücher, ob jetzt virtuelle oder gedruckte Bücher, das in Zukunft darstellen werden, wie das sozusagen betrachtet werden wird. Ja, hier oben hatten wir unser erstes Treffen am 21.06., dieses große gemeinsame Treffen. Naja, und das ist die legendäre Wiener Hütte. Hier waren wir auch mit der Wandergruppe einige Male bei Wind und Wetter und Sonne und Kälte und Matsch und so weiter. Naja, wie wird dieses Jahr in die Geschichtsbücher eingehen? Das werden wir sehen. Wir werden sehen, weil ich hoffe ja doch, was heißt ich hoffe, wir wissen, dass der Paradigmenwechsel kommen wird. Wir wissen, dass jetzt das große Erwachsen läuft. Und wir wissen auch, dass sie einen Abgang machen werden müssen, dass ihnen sozusagen keine andere Wahl bleibt. Wie es für uns weitergeht, werden wir dann 2022 erleben. Ja, das war jetzt eine hochphilosophische Aussage. Bei Nacht ist mit Dunkelheit zu rechnen oder wann es regnet, ist nass. Das sind so diese 0815 Spezialaussagen. Aber um auf 2021 zurückzukommen, von diesem Jahr bleibt ein großer, bitterer Nachgeschmack zurück. Auf jeden Fall. Ein ganz großer, bitterer Nachgeschmack. Denn jeder, der seine Augen zum Sehen, seine Ohren zum Hören und sein Gehirn zum Verarbeiten von Informationen verwendet hat, hat er erkannt, dass zahlreiche Fabriken, insbesondere in der Lebensmittelverarbeitung, aber auch Düngerproduktion, Beirut, großes, was war das, Kunstdüngervorrat, dass das abgebrannt ist. Aus Zauberhand in Australien, überall sind große fleischverarbeitende Firmen, lebensmittelverarbeitende Firmen, sind einfach so aus dem Nichts abgebrannt. Dann hatten wir merkwürdige Wetterkapriolen, aber diese Wetterkapriolen haben wir immer. In Summe kämpfen wir uns ja in Richtung 0,1 Grad Klimaerwärmung hin. 0,1 Grad ist sozusagen im Bereich der Messungenauigkeit. Deswegen lauten ja die Schätzungen, wie wir das auch heuer hatten, die Bundestagswahlschätzung, die Temperaturschätzungen werden ja immer auf Jahrzehnte
berechnet und dann dividiert. Also wenn ich jetzt sage, es wird in 10 Jahren um 1 Grad wärmer, dann habe ich eben eine Erwärmung um 0,1 Grad. Wenn ich sage, es wird in 100 Jahren um 10 Grad wärmer, also so werden diese großartigen Temperaturerhöhungen im Bereich der Messungenauigkeit erstellt. Naja, dann haben wir auch andere Dinge beobachtet, dass halt mit der Wirtschaft etwas geschehen ist, dass sozusagen Versorgungsketten behindert wurden. Die Zeus-Krise, die Suez-Ereignisse waren auch sehr eigenartig, ja, war alles sehr, 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 sehr merkwürdig, was wir hier gesehen haben, wo es zum ersten Mal in der Lieferkette Sand im Getriebe gab, wo sozusagen nicht mehr just in time, wo alles innerhalb von wenigen Stunden geliefert werden konnte, sondern wo diese, wie hat sie heißen, Evergreen, von dieser Linie Evergiven, oder wie das nennt, Evergiven ist, glaube ich, dieser Immobilienkonzern in China. Ich glaube, Evergreen war das, dieses riesige Containerschiff, was sich da rein unabsichtlich sozusagen schräg verkeilt hat und zu monatelangen Verzögerungen gesorgt hat. Wir haben auch gemerkt, dass die Inflationsrate auch im Bereich von 0,1% liegt. Täglich. Aber hier haben wir auch gemerkt, wir bekommen sozusagen immer weniger für das gleiche Geld. Also das ist auch eine gewisse Stärke dieses Jahres 2021 gewesen. Und es haben sich starke Veränderungen überall ergeben. Ich habe euch auch aus dem Nürnberger Kodex so die entscheidende Passage gezeigt, der ja merkwürdigerweise angeblich außer Kraft gesetzt worden sein soll. Wir wissen leider sehr, sehr wenig. Und wir wissen nur eines, dass das Jahr 2021 einfach ungeheuerlich war. Ja, ungeheuerlich. Auf uns bezogen hat es uns doch sehr viel gebracht. Wir haben einander kennengelernt. Wir haben einander auch oft persönlich kennengelernt. Wir haben, würde ich sagen, das darf ich auch in deinem Namen sagen, wenn du hier dabei gewesen bist, mit unserer Wandergruppe haben wir wirklich sehr schöne Erlebnisse gehabt. Wir hatten leider auch ein paar kleinere Unfälle, also das heißt, wo kleine Verletzungen entstanden sind, blutige Knie oder Knöchel umgeknickt sind. Das ist halt leider das, was man nicht vermeiden kann, weil man, das kenne ich auch von mir, sich selber unterschätzt oder auch, weil die Rahmenbedingungen auch schwierig waren. Das heißt, wir hatten teilweise Wanderungen, ich glaube, unsere längste war 25 Kilometer mit einigen 100 Höhenmeter. Jetzt nicht auf einem Stück, sondern immer so 10 Meter rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Und das summiert sich auch. Also da waren doch einige sehr herausfordernde Wanderungen. Und ich würde sagen, alles, was über 20 Kilometer ist, ist schon eine große Leistung gewesen. Ja, rückblickend tut es mir nur leid, dass wir nie Gruppenfotos gemacht haben. Das ist schon irgendwie schade. Also nur für uns intern hätte ich das dann vielleicht weitergeben können. Also das wäre nie hier in der Öffentlichkeit erschienen. Ich habe auch mich bemüht, bei den Videos, die ich angefertigt habe, immer nur die Gruppe sozusagen auf Entfernung im Vorbeischwenk kurz zu zeigen, so nach dem Motto, hallo, das sind wir. Aber eben schade, dass keine wie Klassenfotos. Ich erinnere mich jetzt an die Klassenfotos, die im Internet gebracht wurden, wo alle Gesichter geschwärzt waren. Das war großartig. Also so hätte ich mir es nicht gedacht. Aber in Summe haben wir uns wirklich, auch wenn unfreiwillig, weiterentwickelt. Wir sind aus der Komfortzone doch herausgebeutelt worden. Wir mussten Strategien entwickeln, um quasi, also zu überleben ist vielleicht jetzt übertrieben, aber sozusagen um gut über die Runden zu kommen. Und wir haben uns auch weiterentwickelt. Und es gibt natürlich die große Mehrheit, die eben gesagt hat, sie wollen sich nicht weiterentwickeln, sondern sie entscheiden sich für den einfachen Weg. Naja, viele werden dann auch dafür 2022 einen sehr, sehr hohen Preis bezahlen. Das ist halt der Preis, den Hänsel dafür bezahlen hätte sollen, wenn er im Käfig verweilt wäre. Und das ist es auch. Wir gehen jetzt in die Freiheit, nämlich in die Selbstbestimmung. Und ich glaube, dass das Jahr 2022, wie es auch in diesem Horoskop Herrscher von 11 in 4 zeigt, dass wir sozusagen Gruppen bilden, die sozusagen
Großfamilien darstellen. Interessanterweise, wie es ja der Bull Hanson in einem seiner letzten Videos auch gesagt hat, wir sollen sozusagen wieder Gruppen bilden, Clans bilden, wir sollen sozusagen eigene familienartige Strukturen bilden, und genau das ist in diesem Horoskop, das kann ich sogar kurz noch einmal aufrufen, um es zu verdeutlichen. Na, wo ist das? Da haben wir es schon. Hier, wir haben hier den Herrscher von 11, Löwe, Spitze 11. Haus, die Sonne, nahe Spitze 4. Haus, und ich will das ausschließlich positiv interpretieren. Das bedeutet für mich, Gruppenbildungen stehen sozusagen jetzt für uns im Vordergrund. Und ich würde sagen, das ist gut so. Das kann man durchaus sagen, ist gut so. Wir finden zueinander und wir machen 2022. Von unserer Warte aus, also von den Lebenswilligen aus betrachtet, wird das Jahr des Durchbruchs sein, und das wird das Jahr auch des Erwachens sein. In dem Sinne, einen großartigen Sonntag, und schauen wir mal, dass wir in zeitlicher Nähe dann das echte Neujahrshoroskop vom 20.03.2022 machen. Alles Liebe, dein Astrowolf. Ende.